Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Ich habe auf meiner Webseite, auf der Seite zu meinem Podcast, die Möglichkeit eingestellt, dass du mir Fragen und Anregungen zum Podcast stellen kannst. Und ich habe wieder ein paar neue erhalten und heute möchte ich eine sehr gute, ehrliche und ich glaube für viele Menschen sehr wichtige Frage versuchen zu beantworten. Ich nenne keine Namen, möchte mich aber ganz herzlich bedanken für diese tolle Frage und dass du dir die Zeit genommen hast, mir zu schreiben. Hier die Frage. Welchen Einfluss haben lange zurückliegende Beschämungen? Manchmal scheint es erst gestern gewesen zu sein, obwohl so viel Zeit vergangen ist, tut es immer noch weh. Die Jury ist leider nicht nur im Kopf. Meine Mama hat immer mit Beschämung gearbeitet. Meine Schwester tut dies leider immer noch und das seit 60 Jahren. Das macht mich so sprachlos. Aus Scham habe ich das meistens verleugnet, versucht immer zu verstehen, anstatt abzugrenzen und zu gehen. Ja, also ich wollte diese Frage heute absichtlich ermutigend machen und Gedanken aufzeigen, mit denen wir uns befreien können. Und ich hoffe, mein Erklärungsversuch oder einfach nur meine Sichtweise ist hilfreich. Ich werde mich ein bisschen entlanghangeln und hoffe, dass sich im Laufe der Folge deine Frage beantworten lässt. Ich muss ein bisschen ausholen, um es für mich und ja mit dem, was ich erlebt habe, beantworten zu können. Was passiert, wenn du Gedanken hast, die du immer und immer und immer wieder denkst? Was passiert, wenn du so oft einen Gedanken gedacht hast, dass du nicht einmal mehr erkennst, dass es sich um einen Gedanken handelt? Du denkst, es ist real, du denkst, so ist die Welt oder so bist du, denkst, es ist wahr. Du kannst gar nicht erkennen, dass es ein Glaubenssystem geworden ist. Aber weißt du was, und vielleicht befreit dich diese Folge so sehr wie mich, Glaubenssysteme, etwas zu glauben, was dir vielleicht andere Menschen über viele, viele Jahre suggeriert haben. Diese Glaubenssysteme sind zu 100% optional, freiwillig. Und das ist jetzt erstmal der Hammer, oder? Eine der größten Erkenntnisse, die ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe, ist, dass ich verstanden habe, dass meine Gedanken über mich und die Welt und die Menschen meine Realität erschaffen. Und ich habe auch verstanden, dass was ich und das, wie ich denke, zur Folge hat, was und wie ich mich fühle. Jetzt ist das ja erstmal nichts Neues. Dennoch hat es für mich gedauert, das auch am eigenen Leibe zu erfahren, zu spüren, wie wahr das ist. Um dann zu der Erkenntnis für mich zu kommen, dass wir denken und dass wir glauben können, was auch immer wir wollen. Es gibt keine Einschränkungen. Wir können alles glauben, was wir wollen. Es gibt keine Gedankenpolizei. Niemand kann bestimmen, was wir denken und was wir glauben dürfen. Ich glaube, das ist, oder zumindest für mich, der Inbegriff der Freiheit. Und ich hoffe, ich kann das jetzt gut rüberbringen. Menschen können hässlich sein. Menschen können furchtbar sein zu anderen Menschen. Und das, was ich im nächsten Satz sage, macht ein solches Verhalten nicht besser. Aber diese Menschen können nicht für uns bestimmen, was wir ihre Beschämung und ihre Ablehnung und ihre Gereiztheit, was wir das für uns bedeuten lassen. Also welche Bedeutung wir ihrem Verhalten für uns geben. Das ist kein Konzept für eine 7-Jährige, aber als Erwachsene können wir, wenn wir wollen, die ganze Sache aufdröseln und erkennen, dass wir im Nachhinein, auch im Nachhinein, uns abgrenzen können.
Und das kann auch oder vielleicht muss das erstmal nur innerlich geschehen. Manche Menschen erleben eine furchtbare Kindheit, mit der sie dann später nichts mehr zu tun haben wollen, aber sie können sie abhaken, sie können sie zurücklassen. Und manchmal haben Menschen eine Kindheit mit sehr viel weniger Schwierigkeiten als andere und trotzdem nagen diese Erfahrungen eine lange Zeit an ihnen und sie haben irgendwie übernommen, dass sie dadurch beschädigt sind. Und ich glaube, dem ist so, weil ihnen oder weil uns niemand gesagt hat, dass sie alles denken dürfen und können, was sie wollen. Du darfst über dich denken, was auch immer du möchtest. Und du kannst alles und jedem die Bedeutung geben, die du ihm geben möchtest. Das soll sich jetzt nicht besserwisserisch oder herunterspielend anhören, sondern ich will dir die Freiheit aufzeigen, die darin steckt. Natürlich ist es viel einfacher, etwas zu denken, das dir vor allem in frühen Jahren jemand beigebracht oder eingeflößt hat. Etwas zu denken und zu glauben, was dir schon immer suggeriert wurde und das du schon 100.000 Male gedacht hast. Unser Gehirn kehrt automatisch zu den Gedanken zurück, die es kennt. Synapsen und Verbindungen, die schon ewig bestehen und immer wieder befeuert werden und stärker gemacht werden. Und hierfür gibt es den Begriff der kognitiven Dissonanz. Die Theorie der kognitiven Dissonanz legt nahe, dass wir einen inneren Antrieb haben, alle unsere Einstellungen und Verhaltensweisen in Harmonie zu halten und Disharmonie oder Dissonanz zu vermeiden. Also dein Gehirn will immer weiter glauben, was es kennt, auch wenn es mittlerweile Beweise für eine Unwahrheit gibt. Und ist das nicht so oft der Fall? Intellektuell wissen wir ganz viel über uns, unsere Glaubenssätze und darüber, wie wir konditioniert wurden. Und trotzdem gelangen wir häufig immer wieder an ganz alte Glaubenssysteme. Wir können manchmal die Beweislast nicht annehmen oder neue Gedanken über unser Selbstbild zum Beispiel nicht annehmen, weil sie nicht zu dem Glaubenssystem passen, das schon unser gesamtes Leben besteht. Und auch wenn es eben mittlerweile unzählige Beweise dafür gibt, dass wir nicht das sind, wie wir das Verhalten anderer für uns interpretiert haben, wir sind nicht das, was vielleicht andere über viele Jahre uns suggeriert haben. So, und jetzt kommt's. Wir müssen gewillt sein, falsch zu liegen. Wir müssen bereit sein, anzunehmen, dass wir über all die Jahre falsch gelegen haben, mit diesem Glauben, über uns oder über was auch immer. Unsere Gehirne sind darauf programmiert, unser Überleben zu sichern. Und Veränderung bringt für unser Gehirn immer erstmal Gefahr. Es ist was Neues, es ist unbekannt, es ist schwierig und kostet uns viel Energie. Und wir müssen uns jetzt sehr genau anschauen, welche Glaubenssätze uns ermöglicht haben, am Leben zu bleiben im übertragenen Sinne oder vielleicht auch im ganz konkreten Sinne. Wir müssen diese Glaubenssätze überdenken. Und hier nochmal mein flapsiger Satz: Wir können denken, was auch immer wir wollen. Und vielleicht denkst du jetzt, ich will aber gar nichts denken, was nicht stimmt. Aber vielleicht machst du dir dann jetzt bewusst, dass du das sowieso schon tust. Zum Beispiel gibt es keinen Grund zu denken, dass du den morgigen Tag überleben wirst. Genauso gut kann irgendein Unfall passieren. Oder du hörst auf zu atmen. Dein Herz hört auf zu pumpen. Du weißt es einfach nicht genau. Du könntest morgen sterben, theoretisch. Aber du entscheidest dich, lieber zu denken, dass du morgen und übermorgen und für eine lange Zeit weiterleben wirst. Aber eine Garantie gibt es nicht. Und du entscheidest dich trotzdem, das zu glauben. Und keiner kann dir sagen, dass das so nicht stimmt. Manche Menschen glauben, dass sie morgen sterben. Und das dürfen sie auch. Du darfst denken und glauben, was auch immer du möchtest. Du darfst auch lieben, wen du möchtest. Du musst es nicht rechtfertigen. Und du darfst mögen und lieben und denken über dich, was auch immer du willst. Mark Twain beschreibt es: Ich habe in meinem Leben schon unzählige Katastrophen erlebt. Die wenigsten davon sind eingetreten. Du kannst denken, dass du eine fantastische, wunderschöne, starke Frau bist. Ganz egal, was jemand anderes sagt. Und du kannst denken, dass du eine furchtbare Person bist. Auch ganz egal, was jemand anderes sagt. Viele Menschen wählen die zweite Variante. Sie scheinen vielleicht plausibler. Aber das ist absoluter Bullshit.
Und vielleicht denkst du ja, klar, ich will auch nichts denken über mich, was gar nicht stimmt oder was nicht der Wahrheit entspricht. Ich will nicht denken, Mann, was bin ich für ein toller Mensch, wenn es eigentlich gar nicht stimmt. Aber dann frage ich dich, wirklich nicht? Würdest du lieber denken, ich bin faul, nutzlos und wirklich nichts Besonderes? Wer entscheidet denn, was stimmt und wer recht hat? Und warum denkst du, dass jemand anders mehr Recht hat mit dem, was er denkt, als du? Du darfst entscheiden, was deine Vergangenheit für dich bedeutet. Du darfst entscheiden, wie du dein Leben heute leben möchtest. Und du darfst entscheiden, was du in Zukunft über dich denken möchtest. Du musst nichts beweisen. Du musst kein Führungszeugnis vorlegen, das dir deine Liebenswürdigkeit und deine Schönheit und dein gutes Herz beweist. Du musst sie auch nicht verteidigen oder rechtfertigen. Du musst keine Beweise dafür bringen, dass du so denken darfst, wie du es ab jetzt vielleicht tun möchtest. Dein Gehirn wird vermutlich all diese Belege wollen und wird dir auch immer wieder sagen, wie unmöglich und falsch das Ganze ist. Aber erinnere dich, das Gehirn will den altbekannten, am wenigsten komplizierten Weg, den eingetretenen Pfad gehen. Aber wir machen ab jetzt was anderes. Denn du darfst entscheiden, was du denkst. Findest du nicht auch, dass das unglaublich befreiend ist? Ich darf mir aussuchen, was ich über mich denken möchte. Ich darf mir aussuchen, welchen Ton ich angeben möchte. Ich darf mir aussuchen, welche Ausstrahlung ich abgeben möchte. Und vielleicht hast du dir meine Podcast-Folge zur Selbstachtung angehört. Vielleicht inspiriert dich diese Folge, dir deine Liste anzufertigen mit Dingen, die du an dir selber magst und die du an dir achtest. Und das kann es für dich leichter machen, ganz neue, stärkende Gedanken und Beweise für dich zu finden. Einfach für dich. Denn darum geht's. Uns können furchtbar unangenehme und sehr schmerzvolle Dinge im Leben passieren. Und dann steht uns eine Phase der Verarbeitung und des Schmerzes bevor. Aber dann dürfen wir uns entscheiden, was diese Erfahrung weiter für uns bedeutet. Eine weitere Sache hat mir unheimlich geholfen, bestimmte Glaubenssysteme zu ändern. Dieser Gedanke, nämlich dass schlimme Dinge, auch Beschämung, auch Demütigung, auch Ablehnung nicht passieren dürfen. Dass sie vielleicht den Ton angeben für das weitere Leben und das glaube ich nicht. Ich glaube, es kursiert der Glaube, schwierige Erfahrungen, schmerzvolle Erlebnisse, schlimme Phasen seien falsch und sollten nicht sein. Heute denke ich anders. Nämlich die schlimmen, die schwierigen Dinge sind Teil des Ganzen und es ist kein Fehler. Nichts ist schiefgelaufen. Das ist Teil unseres Lebens, das umfasst das Leben. All die Erfahrungen und Entwicklungen anzunehmen als Teil meines Lebens und dass es genauso hat sein sollen und dass kein Fehler geschehen ist, dass nichts falsch gelaufen ist, dass es nicht hätte anders sein sollen, hat mir auch nochmal eine neue Freiheit gegeben. Es ist richtig so, weil es eben so war. Woher weißt du, dass es hat passieren sollen? Weil es passiert ist. Und bei allem, was dir, was mir, was uns passiert und von dem du denkst, dass es nicht hätte passieren dürfen, da kannst du dir sagen, es musste so sein. Kein Umdenken wird das ändern. Und es bedeutet nicht, dass du entschuldigen musst, was passiert ist. Es bedeutet nicht, dass du damit einverstanden sein musst, wie es war und dass du es nicht meilenweit von dir weisen solltest. Es bedeutet nur, dass es so ist, weil es so war. Und natürlich weiß ich, dass für viele Menschen das ein herausforderndes Konzept ist, weil wir so lange geglaubt haben, dass unsere Vergangenheit anders hätte sein sollen. Wir hätten anders erzogen werden sollen. Wir hätten andere Eltern haben sollen. Wir hätten niemals verachtet, abgelehnt oder gedemütigt werden dürfen. Wir hätten von diesem Freund oder von dieser Freundin niemals so behandelt werden dürfen. Wir hätten diesen schrecklichen Krankheitsfall oder Unfall niemals erleben sollen. Aber wenn du es dir jetzt anschauen kannst und sagen kannst, nein, es musste wohl so passieren. Warum? Weil es so war. Deshalb weißt du es, das ist die Realität. Es gibt und wird Menschen geben, Menschen, Situationen, Umstände, die uns aufregen, die uns erbittern, die uns wütend machen, traurig machen. Genauso gibt es Menschen und Umstände und Erfahrungen, die uns inspirieren und die hoffnungsvoll für uns sind, hilfreich, herzerwärmend und
die wirklichen Wert und Sinn geben für dein Leben. Und mach dir das nochmal bewusst. Ein Glaube ist ein Gedanke, den wir immer wieder denken. Es ist etwas, das du so oft gedacht hast, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, bewusst, dass du es denkst. Er ist zu einer Wahrheit geworden über dich. Und es ist eine tiefe neuronale Verschaltung in deinem Gehirn. Aus was für Augen du dich siehst, bedingt, wie du über dich denkst. Du meinst vielleicht, du gibst nur Fakten wieder, aber eigentlich sind es gelernte Gedanken, die vielleicht nicht einmal von dir selber kommen. Wir alle dürfen uns immer wieder überlegen und hinterfragen, was wir glauben und denken wollen und uns immer wieder für neue Wege und für neue neuronale Schaltkreise bewusst entscheiden. Kollektiv haben wir uns ja schon auf so viel geeinigt, ja, dass zum Beispiel lieb zu sein gut ist und gemein zu sein schlecht ist und dass glücklich zu sein richtig ist und wenn wir nicht glücklich sind, dann stimmt etwas mit uns nicht oder stimmt mit unserem Leben nicht oder dass das Leben fair und gerecht sein sollte. Rein theoretisch aber funktioniert das ja auch nicht. Wir leben in einem großen Ungleichgewicht. Uns geht es phänomenal gut, wir haben genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und sind nie durstig und damit unterscheiden wir uns von einem Großteil der Menschen auf diesem Planeten. Du darfst glauben, was du glauben möchtest, auch was du nicht länger glauben möchtest. Und auch wenn deine Mutter dir dein Leben lang erzählt hat, dass du so oder so oder so bist, und auch wenn alle in der Schule gesagt haben, dass du nicht dies bist oder jenes nicht kannst, auch wenn du ihnen vielleicht sogar innerlich zugestimmt hast, darfst du dich jetzt umentscheiden. Du musst niemanden fragen, du musst niemandem deine neue Sichtweise beweisen. Du kannst sagen, ich habe mich entschieden, dass ich nicht länger nicht liebenswürdig bin. Ich habe mich entschieden, dass ich eine Wahnsinnsfrau bin. Das kannst du tun. Einfach so. Du kannst dich schlicht entscheiden. Und vielleicht hört sich das jetzt erstmal flapsig an. Einfach so denke ich das und dann ist alles gut. Also diese neuen Pfade im Gehirn müssen natürlich eingetrampelt werden. Ja, wir müssen uns immer wieder erinnern. Und es fordert wesentlich mehr Energie von uns ab, wenn das Gehirn etwas verändern muss. Aber niemand hat mehr Recht mit seinen Gedanken über dich als du. Also ihr habt beide gleich viel Recht. Es ist völlig egal, was jemand anderes über dich denkt. Es ist wichtig, was du denkst. Ich denke, es ist oft einfacher, Gemeinheiten von anderen zu identifizieren und uns dann direkt abzugrenzen, indem wir sagen, dass wir niemals jemanden so behandeln würden. Wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der schlecht oder unhöflich behandelt wird, denken wir uns, meine Güte, wie feige oder was für ein kleines Selbstbewusstsein dieser Mensch doch hat. Ich würde niemals mit jemandem so sprechen. Und dann gehen wir nach Hause und schlagen uns mit unseren eigenen Gedanken verbal einmal oder mehrmals mitten ins Gesicht. Wir verprügeln uns innerlich. Wir würden niemals jemanden so kritisieren oder jemandem sagen, dass er fett oder hässlich oder wertlos ist. Und doch gehen wir oft hin und tun uns das selber an. Oder wir sagen, wir würden niemals jemanden dafür kritisieren, wie er sein Leben leben möchte. Und dann gehen wir nach Hause und kritisieren uns für all die falschen Entscheidungen oder die vielen Umwege oder all das, was wir mit uns haben machen lassen. Wir kritisieren uns nicht sanft oder reflektiert, es ist ein voller Selbstangriff. Und jetzt hier zum Schluss möchte ich einfach noch einen Tipp geben, und zwar möchte ich dir Byron Katie empfehlen. Sie hat tolle Bücher geschrieben und hat eine eigene Strategie zum Selbstcoaching entwickelt, das nennt sich The Work, und ihr Konzept hilft dir, jedes Problem, das du hast, für dich, und ich sage ausdrücklich für dich, zu hinterfragen. Also The Work sind 4 Fragen, die du dir stellst und am Ende geschieht noch ein Umdrehen deines ursprünglichen Gedankens. Die 4 Fragen, die du dir stellst, basierend auf jedem beliebigen Gedanken, den du hast, sind: erstens, ist das wahr? Also ist das wirklich wahr, dieser Gedanke? Zweitens, kannst du dir absolut sicher sein, dass dein Gedanke wahr ist? Drittens, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ja, wie reagierst du? Wie reagiert dein Körper? Wie fühlst du dich? Und viertens, wer wärst du, wenn du diesen Gedanken nicht hättest? Wie würdest du dich dann fühlen?
Und dann drehst du deinen Gedanken um und stellst die Frage nochmal anders. Und das ist eine Empfehlung. Schau dir The Work von Byron Katie an. Sie hat tolle Bücher geschrieben. Sie hat viele Videos bei YouTube mit Beispielen. Oder noch einfacher, geh auf thework.com. Und dort gibt es Videos und Worksheets zum Ausprobieren. Und sie zeigt dir, wie sie die Fragen stellt und am Ende umdreht. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich von Byron Katie mitgenommen habe, eine der vielen, vielen Erkenntnisse, ist: Niemand kann mich verletzen. Das ist meine Aufgabe. Also emotional verletzen. Ich bin zum Beispiel häufig verletzt, wenn jemand mich ruppig behandelt oder mich nicht priorisiert oder mein großes Thema, wenn bei mir nicht ankommt, wie wichtig ich diesem Menschen im Moment bin. Beziehungsweise interpretiere ich Verhalten manchmal so für mich. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern oder darf mich daran erinnern, diesen Glaubenssatz zu hinterfragen und nachzufragen, ob das wirklich wahr ist und wie viel meine Interpretation ist. Und diese, ja, Byron Katies Wahrheit, die ich einfach als Wahrheit empfinde, möchte ich für mich übernehmen, jetzt als erwachsener Mensch. Und andere Menschen können uns mit ihren Worten nicht wirklich verletzen, es sei denn, ich glaube ihm oder ihr, dass das, was sie sagen, tatsächlich so ist. Ich sei denn, ich halte es selber für wahr und ich werde mit meinen größten Ängsten konfrontiert und ich akzeptiere, was mir gesagt wird. Ja? Denn ansonsten hat es keine Macht über mich. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt weiter oder täglich mit Menschen oder Sichtweisen auseinandersetzen möchte, die mir nicht gut tun. Ja, oder mit ihnen weiter Zeit verbringen möchte. Aber ich kann das, was mir gesagt wird, vollkommen bei der anderen Person lassen. Es hat mit mir nichts zu tun, wenn ich es nicht glaube. Und ich möchte dir ein bisschen blödes, aber trotzdem gutes Beispiel geben. Wenn dir jetzt zum Beispiel jemand sagt, boah, deine violetten Haare sind so abstoßend, ich hasse deine violetten Haare. Meine Güte, sind die hässlich. Ich hoffe, niemand, der zuhört, hat violette Haare und wenn doch, dann wisse, dass das einfach nur ein dummes Beispiel ist und dass du stolz auf deine violetten Haare sein kannst. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn dich also jemand auf deine violetten Haare anspricht und dir sagt, wie hässlich sie sind, dann würdest du sagen, okay, also ich habe keine violetten Haare und du würdest mit den Schultern zucken und es würde an dir abperlen und du würdest wahrscheinlich einfach nur ein wütendes Gegenüber vor dir sehen. Ja, du würdest es nicht persönlich nehmen. Wenn dir jetzt aber jemand sagt, dein Körper ist hässlich oder du bist so dämlich oder du bist absolut nichts wert, dann würdest du es eventuell persönlich nehmen, weil du vielleicht ganz tief drin auf irgendeiner Ebene du dem glaubst, was dir da gerade gesagt wird. Vielleicht, weil du es früher vorgelebt bekommen hast. Vielleicht, weil es dir eingebläut wurde. Warum auch immer. Und diese verschiedenen Glaubenssysteme zu hinterfragen mit Byron Katies Fragen ist sehr befreiend, weil du all das aufdröselst und dir bewusst machen kannst, dass es nicht wirklich stimmt, was du alles Schlechtes über dich denkst. Gedanken, die andere Menschen an uns weitergeben, Dinge, die sie über uns sagen und Gedanken, die wir auch über uns selber haben, sind vollkommen harmlos, es sei denn, wir glauben sie. Und zu wissen, dass wir die Wahl haben, als erwachsene Menschen, was wir von nun an über uns denken und glauben wollen, ist unendlich befreiend. Wenn du programmierte Gedanken seit der Kindheit hast, darüber, wer du bist oder wie die Welt ist, ich glaube, das trifft tatsächlich auf fast alle zu, auf uns alle, ist es ein ziemlicher Kraftakt, diese gelernten Gedanken von wirklichen Fakten zu unterscheiden. Und wenn diese Glaubenssysteme drin sind, in uns drin sind, dann glauben wir diese so tief, als wären es Fakten. Deswegen werden sie eben Teil unserer Identität. Und auch wenn sie uns viel kosten, wir uns schlecht fühlen, wir uns immer wieder mit Ähnlichem auseinandersetzen, müssen wir fast durch eine Identitätskrise hindurch, um von diesen Gedanken abzulassen. Weil sie einfach Teil von uns sind. Und vielleicht fühlt sich das dann wie ein kleiner emotionaler Tod an. Und dann ist es ein bisschen so wie neu geboren zu werden, unter Schmerzen und mit viel Aufwand und also im Sinne von dem Bilden neuer neuronaler Bahnen und eben all der Energie, die dafür aufgewendet ist, neue Gedanken zu denken. Ja, denn immerhin war dieses Selbstbild
ja trotzdem ein Pfeiler, der alles hochgehalten hat und der unsere Identität gehalten hat. Und so etwas einstürzen zu lassen, das tut auch weh und ist super anstrengend. Der erste Schritt ist dir zu sagen, warte mal, das ist ja nur ein Gedanke. Das ist nicht die Realität. Das ist nur etwas, das ich gedacht habe. Ja, und dann kommt Byron Katie ins Spiel und fragt über den Gedanken, ist er wirklich wahr? Natürlich ist er das nicht. Und das sind tolle Neuigkeiten. Und dann, nur dann kannst du dich entscheiden, was du ab jetzt neu denken möchtest. So, ui, lange Podcast-Folge. Aber ich möchte nicht deinen letzten Satz, deine letzte Frage unterschlagen. Ja, du fragst, warum schäme ich mich, wenn andere sich falsch verhalten, immer im Imperativ zu sprechen? Und hier möchte ich dir meine Podcast-Folge die vier Stress- oder die vier Traumareaktionen empfehlen. Die vierte Traumareaktion, die wir, Achtung, unbewusst einnehmen, wenn uns etwas schockt oder wir vollkommen perplex sind in dem Moment und überfordert sind, das ist das Fawning. Fawning bedeutet Unterwerfung oder Bittstellen und wurde von dem Psychotherapeuten Pete Walker geprägt. Und das ist für mich persönlich ein hilfreicher Erklärungsversuch, weil auch ich jemand bin, die sehr vorsichtig mit anderen Menschen spricht und sich sehr vorsichtig ausdrückt und Konfrontationen scheut und in vielen Fällen Schiss hat vor einem verbalen Angriff. Und deshalb nutze auch ich viele Aufforderungen oder Fragen im Imperativ. Also wir verfallen in diese Stress- oder Traumareaktion, um irgendwie in zwischenmenschlichen Beziehungen uns sicherer zu fühlen und die Zustimmung oder die Akzeptanz anderer zu erhalten. Ja, wir versuchen als Überlebensstrategie, Konflikte zu vermeiden und es fällt uns schwer zu sagen, was wir wirklich denken und fühlen und es fällt uns schwer, uns von anderen gesehen zu fühlen. Vielleicht auch uns selber wirklich zu sehen und etwas in uns lässt uns selber klein und unsichtbar machen. Es ist eine instinktive Reaktion, etwas, für das wir uns nicht bewusst entscheiden. Und eine Reaktion, die mit der Notwendigkeit verbunden ist, Konflikte und Traumata durch diese beschwichtigende Verhaltensweise zu vermeiden. Ja, für Kinder kann das Unterwerfen eine schlecht angepasste Überlebens- und Bewältigungsreaktion sein, die sich dann als Mittel schmerzlich bewährt hat, um mit nicht liebevollem oder missbräuchlichem Verhalten eines Elternteils irgendwie umgehen zu können. Es muss auch nicht ein Elternteil gewesen sein, in meinem Fall war es das nicht, aber wir erleben ja auch andere prägende Umgebungen, die ein kleines Kinderherz beeinflussen. Und ich glaube, wir dürfen das erstmal verstehen und liebevoll annehmen, dass es eine Reaktion, eine Schutzreaktion ist, weil wir uns anders nicht zu helfen wussten oder wissen und dass diese Themen immer noch in uns aktiv sind und wir sie jetzt aber sehen können und uns die Ressourcen suchen können, um immer mehr Sicherheit in uns zu generieren, dass wir Konfrontationen auch aushalten und uns immer mehr trauen, uns wirklich zu zeigen, so wie wir sind und mit dem, was wir fühlen und mit dem, was wir brauchen. Und dass wir erkennen, dass nicht eine Katastrophe geschieht, wenn wir eine Grenze setzen. Denn wenn wir keine gesunden Grenzen setzen, setzen wir automatisch ungesunde. Und das ist natürlich nichts, was sich von heute auf morgen verändern kann oder von heute auf morgen geschieht, aber es ist möglich. Also, ich hoffe, es gab ein paar gute Impulse und Antworten auf deine Frage und ich danke dir für diese tolle Anregung und möchte auch euch ermutigen, mir eure Fragen zu schicken, wenn es Themen gibt, die euch interessieren. Wenn dir diese Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ihn teilst. Vielleicht kennst du jemanden, der profitieren kann und dem er gut tut. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Kollegin, dem oder der du meinen Podcast empfehlen kannst. Damit unterstützt du mich und auch andere, für die diese Nachricht hilfreich ist. Und dafür danke ich dir sehr. Und wenn er dir ganz persönlich gut tut und du intensiver mit mir arbeiten möchtest, dann schau dich doch gerne mal auf meiner Webseite um. Ich habe verschiedene Angebote und ich freue mich, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt.